Morgen, ihr Lieben. Ich bin heute mal da als erstes mit einem Brief hier in der Hand und es wird heute etwas emotionaler als sonst. Ihr wisst, ich lasse euch ja immer ein bisschen teilhaben, auch an meinen Gefühlen, an meiner Welt, an meinem Privatleben, soweit es geht natürlich. Also das ist nicht immer angebracht und war vielleicht auch nicht immer angebracht, aber ich habe es natürlich immer mit euch geteilt, weil ich fühle, dass ich ein Teil von euch bin und ihr ein Teil von mir. Ihr seid meine Community und ihr habt mich in vielen Zeiten ganz, ganz wahnsinnig toll unterstützt und dafür bin ich euch einfach mega dankbar. Und das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal sagen. Und ich habe letzte Woche einen Brief bekommen von einer Kundin, der mich sehr bewegt hat, weil ich gedacht habe, dass sich jemand, der mich nicht kennt oder nur hier kennt vom Internet oder vom Facebook, sich die Mühe macht, einen 2,5-seitigen Brief zu schreiben, mir etwas zu basteln und es noch in ein extra Paket zu stecken und es mir zuzuschicken. Das hat mich einfach wahnsinnig berührt. Ich würde euch den Brief gerne vorlesen. Ich habe aber gedacht, es ist ein bisschen lang. Also, liebe Silvia, ich bin dir mega dankbar für deine Worte. Ich werde euch den Brief nochmal in die Kommentare posten. Wer Lust hat, den einfach mal durchzulesen, der kann das gerne machen. Und die Silvia schreibt auch, pass auf dich auf, denn wir wollen dich natürlich als Kunden nicht verlieren und deine Kinder auch nicht. Und deswegen wollte ich dieses Thema auch nochmal aufnehmen, weil wir ja immer wieder auch diese Kunden haben, die uns schreiben, es funktioniert alles nicht, alles ist schlecht, alles ist unterirdisch. Und da kann ich immer nur nochmal dazu sagen, wir haben hier in einem halben Jahr eine Riesenfirma aus dem Boden gestampft. Wir haben mit 4 Leuten angefangen und sind mittlerweile 20 Mitarbeiter. Wir verschicken jeden Monat 3.500 Pakete und es wird immer mehr und immer mehr. Und wir geben hier alles. Heute ist Sonntag und ich stehe mit meinem Sohn hier und drehe dieses Video. Und mein anderer Sohn steht am Packtisch und packt Pakete ein. Da auch nochmal, Flo, ein Riesendankeschön an euch. Und ich habe ganz viele tolle Mitarbeiter, die sich wirklich hier täglich den Arsch aufreißen. Und man muss es einfach mal so sagen, die hier bis abends stehen. Und ich finde es wirklich ungerecht, wenn dann 3 Leute, die bei denen es nicht läuft, also bei den anderen 3.500, die kriegen ja ihre Pakete. Ne? Es ist ja nicht so, dass keiner hier seine Pakete kriegt, dass ihr dann unter die Post Kommentare schreibt und uns wirklich so durch den Kakao zieht. Und das ist einfach für uns total geschäftsschädigend. Und ich werde auch auf solche Kommentare nicht mehr antworten. Das ist einfach nicht der Weg. Wir haben ein Ticketsystem und da könnt ihr eure Sachen schreiben. Und wir versuchen, das abzuarbeiten, so wie wir es können. Und wenn ich in Urlaub fahre, privat, dann ist das, weil ich jeden Tag 100% gebe und hier 100% am Start bin. Am Wochenende, am Samstag, am Sonntag, meine Kinder mich kaum sehen und ich diese Auszeiten brauche. Und ich glaube, für meine seelische Gesundheit und für meine körperliche Gesundheit kann ich immer eine Zeit lang Vollgas geben und brauche zwischendurch meine Pausen. Und auch wenn es so aussieht, als wäre hier alles toll, ist es natürlich nicht. Also ich habe immer noch ganz, ganz viele Baustellen, die ich zu bearbeiten habe. Und deswegen brauche ich immer wieder diese Auszeiten, um Luft zu holen. Ja, die Silvia schickt mir 3 Engel. Die sind für Gesundheit, für Power und Kraft und für Liebe. Liebe Silvia, die kann ich super gebrauchen und ich werde die ab jetzt hier bei mir irgendwo positionieren. Wir gucken uns gleich mal ein schönes Plätzchen dafür aus. Und sie hat auch noch eine tolle Idee gehabt und das war auch eigentlich schon unsere Idee. Sie sagt nämlich, wir machen am Samstag ja immer so tolle Aktionen, dass wir ab 200 € Bestellwert irgendein Gratisgeschenk dazugeben. Und es gibt einfach viele Frauen, die das nicht auf einmal ausgeben können, aber, und sie sagt, es wäre toll, wenn es ein Punktesystem gäbe, damit die, die treue Kunden sind und auch regelmäßig kaufen, eben auch mal in den Genuss kommen, ein Gratisgeschenk zu bekommen. Und wir werden das definitiv aufnehmen. Ich gebe das weiter an Jonas und wir werden uns was ausdenken, damit es eben auch für alle so ein bisschen gerechter wird und damit auch die, die regelmäßig kleine Bestellungen bei uns machen, da einfach mal was von haben. Ja, das mal an dieser Seite und das musste ich nochmal loswerden. Jetzt muss ich leider die kleinen Engelchen nochmal von mir weglegen. Aber wie gesagt, ich werde definitiv Ihnen ein Plätzchen hier bei mir suchen, denn ich kann das gut gebrauchen. So, und jetzt geht's los mit Mode.
Wir haben neue Sachen mal wieder hier reinbekommen. Ich bin schockverliebt in diese Mäntel. Schaut mal, so ein richtig schöner Trenchcoat und der ist auch mal so richtig schön lang. Der hat hier nochmal so eine Kapuze, die kann man abmachen oder auch dran lassen. Das macht das Ganze nochmal so richtig schön sportlich. Also ich finde die Teile richtig, richtig hammergeil. Dazu habe ich jetzt mal hier so eine silbergraue Jogpant aus Lederimitat kombiniert, weil ich finde, das passt jetzt Bombe auch zu der Kapuze. Mein Lieblingspullover, da auch nochmal an dieser Stelle, das ist wieder der Rachel. Da haben dann auch sich schon welche beschwert, ja, ihr habt die wieder im System und wir haben die noch gar nicht gekriegt. Wir arbeiten das gerade ab, auch bei diesen Pullovern. Und da haben wir manchmal keinen Einfluss drauf. Die sind gekommen, dann sind die verschickt worden an einem Montag. Und ich weiß nicht, aus welchen Gründen, DHL hat genau bis Freitag gebraucht, uns diese Pullover zu liefern. Und normalerweise sind die tatsächlich an einem Tag da. Ja. Können wir nicht beeinflussen. DHL, der Fahrer hat mir jetzt gesagt, die haben schon so viele Pakete wie normalerweise zu Weihnachten. Da möchte ich nicht wissen, wie es Weihnachten wird. Also auch da, schießt da bitte eure Bestellungen rechtzeitig ab für Geschenke. Wir können das, glaube ich, dieses Jahr kann das keiner mehr wuppen. Weder DHL noch UPS noch sonst jemand. Und ja, wir haben diese Pullover wieder on stock. Die sind auch teilweise schon wieder ausverkauft. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und wenn ihr einen wollt, dann bestellt euch den. Aber bitte habt da im Kopf, dass die nicht in 2 Tagen da sind. Wir arbeiten an allem, dass es besser wird. Aber wie gesagt, wir können nicht mehr machen als das, was wir machen. Und wir können nicht mehr arbeiten als arbeiten. Ja, das dazu, dann, also wie gesagt, der Basic Pullover, der passt hier wieder mega drunter, unter diese tollen Jacken und das sind so Mäntel, die kann man halt jetzt toll tragen, Übergangszeit, nicht zu dick, nicht zu dünn, also ich finde die Teile mega. Gibt es noch in 2 weiteren Farben und zwar habt ihr den auch nochmal in Schwarz, finde ich auch ganz genial, der passt ja immer überall drauf. Und dann habe ich den auch nochmal in Grau mit weißer Kapuze. Ich mache euch nochmal Fotos auch von diesem Outfit, weil ich finde das auch mega mit Weiß, ne? Und mit einem ganz weißen Outfit drunter. Ja, dann habe ich nochmal ein Modell, der ist sehr ähnlich. Der ist eigentlich genauso, nur dass er hinten drauf nochmal einen Print hat. Ich ziehe das Ding mal an. Ja, Mädels, ich bin gleich nochmal schockverliebt und zwar in meinen Mantel und in meine neue Deko. Da hinten hängen jetzt die kleinen Engelchen. Ihr seht die nur ganz klein, aber ich sehe die jetzt jeden Tag und die bereiten mir einfach Freude, Gesundheit, Power und Kraft und Liebe. Kann ich sehr gut gebrauchen und deswegen finde ich auch diesen Mantel mega, denn hier hinten ist die Hand der Fatima drauf und die ist ja so eine schützende Hand, die einen vor bösen Blicken auch bewahren soll. Der Kashi glaubt ja auch immer an solche Sachen. Er sagt immer, hat mir einer böse Augen gemacht. So, ne? Also ich meine, so einen Mantel kann man, glaube ich, gut gebrauchen, wenn jemand einem nichts Gutes wünscht. Und da habe ich leider auch eine Reihe von Leuten. Also den zeige ich jetzt einfach mal die Hand der Fatima und lasse mich von ihr beschützen. Sehr, sehr geil. Auch dieser Mantel, der ist so ein bisschen oversize geschnitten. Also der andere ist ja eher so straight. Ich habe jetzt gar nichts zur Größe gesagt. Ich schreibe es euch nochmal in die Beschreibung. Ich denke mal, den anderen könnt ihr so bis 44 auf jeden Fall tragen. Aber dieser ist richtig groß. Den könnt ihr bestimmt bis 48 tragen. Der hat toll hier auch nochmal die Taschen mit dran. Und so ein eingenähtes Jäckchen, also das ist nicht nur eine Kapuze, sondern das ist, als wenn ihr hier nochmal so eine Sweatjacke drunter habt. Ich liebe ja sowieso Layering-Looks im Winter und hier habt ihr das gleich an dem Mantel mit dran. Also finde ich nochmal mega, 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 auch hier nochmal mit dem Print hinten drauf, sehr cooles Teilchen. Und das könnt ihr einfach mal so in Schwarz kombinieren mit einer schwarzen Lederjogpan. Ich habe hier den Mila an, auch dieser Pullover ist wieder on stock oder auch nicht. Also guckt da nochmal nach. Wir werden die euch jetzt nochmal mit Pre-Order einstellen, weil wir bestellen die dauernd nach, aber es dauert halt einfach länger, als uns gesagt wird. Und deswegen würde ich sie euch jetzt mit Pre-Order einstellen und dann wisst ihr Bescheid, dass ihr ein bisschen länger auf diese Pullover warten müsst. Ansonsten habe ich diesen Mantel auch nochmal in Camel. Finde ich den auch sehr, sehr schön, auch mit diesem Grau und mit dem weißen Print. Da könntet ihr jetzt auch wieder so eine graue Jogpan nochmal zu kombinieren. Und ich habe ganz neu im Programm, das ist ja immer noch mein absoluter Winter-Lieblingspullover hier, der mit dem Kragen. Den habe ich ganz neu auch in Camel. Also auch diese Kombi ist sehr, sehr schön. Mache ich euch gleich auch nochmal Fotos von. So, Flo, und dann habe ich auch schon vergessen, mir das nächste Outfit hier hinzuhängen. Das heißt, ich bin da mal weg. Ja, ich habe hier mal einen mega Motivationshoodie für euch und für mich. Also das kann ich immer sehr gut gebrauchen. Da steht nämlich hinten drauf, Flo, was steht da hinten drauf? Beautiful day begins, never quit. Never quit.
Ja, das ist auch mein Motto. Man darf irgendwie nie aufgeben. Jeder Tag beginnt neu und jeder Tag ist eine neue Chance und jeden Tag sollte man 100% geben. Das versuche ich immer. Und ja, das ist einfach im Leben so und es werden auch immer wieder Wellen kommen, wo es nicht so schön ist und man muss halt immer sich da durchfighten. Das ist das Leben. Ich möchte noch mal ganz kurz hier sagen, ich kriege natürlich auch von anderen Kunden ganz viele tolle Nachrichten. Da kann Flo, glaube ich, auch bestätigen, der beantwortet im Moment die Tickets. Und da sind wirklich viele, viele Kunden, die uns schreiben, Gabi macht das toll und liebe Grüße und ich weiß nicht, was sie immer alles schreiben, du bist eine Powerfrau. Also ich bin euch da einfach mega, mega dankbar, wirklich. Und leider kann ich die nicht alle selber beantworten, sonst würde ich nicht mehr schlafen. Aber die Mädels und jetzt auch Flo, die am Ticketsystem sitzen, glaube ich, beantworten immer auch alle eure tollen E-Mails, die wir auch zuhauf haben. Das muss ich einfach mal sagen. Und ich habe mir auf die Fahne geschrieben, es geht nämlich bei mir lange nicht mehr nur um Klamotten. Es geht um viel, viel mehr. Es geht um Emotionen, es geht um Freundschaft, es geht um Community, es geht um Zusammenhalt, es geht darum, andere Frauen zu unterstützen. Wir haben nämlich auch ganz viele E-Mails, wo mir Kundinnen schreiben, sie sind gerade in einer Chemotherapie und mein Video ist das Highlight der Woche. Ich habe Menschen, die sind krank, die können nicht raus und also ich habe alles mit dabei und das ist einfach so, dass ich das Gefühl habe, dass ich mittlerweile die Pflicht habe, hier zu stehen und diesen Menschen unsere Mode auch nach Hause ins Wohnzimmer zu bringen. Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, aber ich habe mir auch auf die Fahne geschrieben, und das habe ich euch ja schon vor ein paar Tagen angekündigt, dass es dieses Jahr noch eine Überraschung gibt, denn ich möchte euch alle persönlich kennenlernen. Kleiner Spoiler, wir haben etwas in der Pipeline. Wir haben etwas in Planung. Und wenn ihr wollt, dann lernen wir uns noch dieses Jahr persönlich kennen. Ganz viel Informationen gibt es dazu diese Woche noch. Seid gespannt. Ich kriege eine Gänsehaut. Ich bin mega aufgeregt. Ihr werdet es diese Woche erfahren. So viel dazu. Ja, und dieser Motivationshoodie, der passt mega dazu. Ich liebe ihn jetzt schon. Ich nehme mir den sofort mit. Der ist total genial. Den könnt ihr tragen mindestens bis 46, der ist wirklich ganz toll groß, ist so ein richtig schönes Wohlfühlteil und könnt ihr mit allen möglichen Sachen kombinieren, also auch mit einer Jeanshose. Ich habe es jetzt nochmal mit so einer goldenen Lederjogpen hier, das passt natürlich Bombe hinten nochmal mit dem goldenen Spruch. Ich habe auch mal neue, auch ganz bequeme Boots für euch. Das sind ja wirklich hier so, ja, ich sage immer meine Hausschuhe. Also mit diesen Schuhen laufe ich im Winter 90% der Zeit rum. Da hat mir schon mal ein Orthopäde gesagt, bitte nicht machen, weil die sind eigentlich viel zu weit. Also ein Fuß soll ja festgehalten werden, aber ich finde die einfach geil. Und sind total bequem, ist wie ein Hausschuh, total geil, diese nachgemachten Boots, sage ich jetzt mal, die sind bei uns nicht aus echtem Fell und die halten genauso warm und ich kann euch die wirklich nur empfehlen. Ganz gemütliche Teile, wenn man mal schnell wohin will, schlüpft man einfach rein und dann seid ihr fertig. Gibt es in diesem weißen Schimmer und gibt es nochmal in diesem Goldton. Also ganz tolle Boots nochmal hier neu zu diesen Hoodies. Und die Hoodies, die gibt es auch noch in weiteren Farben. Ich hatte mir das auch mal in beige nochmal hier hingehangen, weil schaut mal, wie cool jetzt auch mit so einer beigen Lederjogpen, da habt ihr dann hinten auch noch mal das in Gold und diese Jogpen hat ja auch noch mal diese goldenen Knöpfe, also das passt auch ganz toll zusammen. Und den gibt es aber auch noch mal in Dunkelgrau, ist übrigens auch eine Farbe, die diesen Winter ganz hoch im Kurs steht. Die drei Farben, die man im Schrank haben sollte, ist Dunkelgrau, ist Bordeaux und ist Schoko. Das sind laut allen großen Modezeitschriften und laut allen großen Laufstegen die Farben, die man diesen Winter trägt. Dunkelgrau, Bordeaux und Schoko. Ja, und den Pullover gibt es noch in Schwarz, das tragen wir sowieso immer. Ja, dann machen wir einmal weiter und zwar ziehe ich mal dunkelgrau an, dann seht ihr auch gleich, wie das Ganze aussieht. Here we are, mal mit Dunkelgrau. Ich liebe diese Farbe jetzt schon. Das ist so ein richtig schöner Ersatz mal für Schwarz. Und ich finde, Dunkelgrau sieht auch richtig edel aus, wenn man es mit Gold kombiniert. Die Lederhose hat ja hier auch gleich nochmal so goldene Knöpfe dran. Ihr könnt einen goldenen Gürtel dazu kombinieren und zum Beispiel jetzt diese goldenen Boots, finde ich sehr schön. Ich habe auch hier nochmal so ein Oversize-Shirt an mit so ein bisschen Gold. Ich zeige es euch gleich nochmal, ziehe die Jacke nochmal aus.
Erstmal, ja, wo fangen wir denn mal an? Ich fange mal an hier mit meinem coolen Rucksack eigentlich. Den habe ich mal wieder im Eigennutz hier in den Shop rein mit aufgenommen ins Programm. Denn ich fliege ja jetzt öfter mal nach Italien und es gibt tolle Airlines, die nur noch Rucksäcke erlauben, also keine Koffer mehr. Und den Koffer musst du dann nochmal extra bezahlen. Und dann habe ich mir bei anderen abgeguckt, die haben nämlich dann so einen Rucksack und die sind total genial. Die könnt ihr nämlich entweder so tragen, dann sind die relativ normal und normal groß. Oder man kann den bis oben hin vollstopfen und dann kriegt man da wirklich alles rein, was man für 3 Tage braucht. Also man kann den tatsächlich bis hier oben hin voll machen und dann zählt es auf diesen Flügen immer noch als Rucksack. Sehr, sehr genial. Also ich finde, das ist mal irgendwie so ein tolles Teilchen, was auch so ein bisschen sportlicher ist. Passt jetzt mega hier zu diesen ganzen Sweatjacken. Kann ich euch nur empfehlen und gibt es noch in rosa und in beige. Da schaut einfach mal im Shop und ich meine, wir haben den auch in schwarz. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber der graue ist auch sehr cool jetzt mal zu so einem Outfit. Ja, dann habe ich dazu kombiniert nochmal hier die graue Leo-Mütze. Also das alles könnt ihr jetzt mega hier untereinander mischen und schaut mal, was ich für eine coole Sweatjacke habe. I'm so Hollywood. Ja, ich würde sagen, das sind unsere Jacken mal wieder. Ein bisschen mehr Selbstbewusstsein dürfen wir haben. Wir Frauen, wir sind lange irgendwie in so eine Schublade gesteckt worden. Familie, Mund halten, funktionieren und nein. Wir sind alle Hollywood, wir sind alle Stars und vor allen Dingen in unserem Leben sind wir oftmals die Stars und geben alles und deswegen finde ich, dürfen wir auch so eine coole Jacke tragen. Sehr, sehr genial. Hier nochmal mit so einem, ja, jetzt kommt es wieder. Tiger? Flo so, Tiger. Genau, also ein Tiger ist da drauf. Dazu habe ich noch mal eine sehr coole Jeanshose. Wenn ihr das in Schwarz nehmt, dann habe ich hier noch mal, obwohl es passt sogar zu der grauen auch, eine neue Jeans, auch noch mal mit so Muster von einem Tiger oder ist das Zebra? Ja, da wären wir wieder bei meinem alten Problem. Also zumindest finde ich, passt es irgendwie cool zusammen, wenn man es von vorne so anhat und hinten dann auch noch mal das Muster. Ich mache euch davon auf jeden Fall noch mal Fotos. Die ist nämlich auch neu im Shop. Ansonsten könnt ihr die Jacke auch mischen hier noch mal mit der beigen Streifenhose. Das passt jetzt auch super mit dem Schwarz und Weiß noch mal und mit dem schwarzen Reißverschluss. Schaut mal, wie cool. Auch davon mache ich euch noch mal Fotos. Dann könnt ihr es euch alles noch mal im Shop anschauen. Und wir haben natürlich auch noch eine weiße Variante, auch sehr cool, weil da die Schrift so ein bisschen in so einem Taupeton ist. Und dann finde ich, passt es wieder super nochmal hier zu der silbernen Hose. Ja, das war es schon wieder als kleines Video, was heute etwas länger geworden ist, weil ich nochmal ein bisschen was zu sagen hatte. Ich freue mich mega auf diese Woche, denn irgendwann lassen wir die Bombe platzen und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Bis dann, eure Gabi.